Herzlich willkommen Leute zu einer zu einem neuen Reaction Video. Wir gucken uns jetzt an U15 Talente beim Sonnencup 2024 mit Hertha, mit Dortmund und alle Mannschaften, die dazugehören. Wir gucken uns jetzt an, was die Jungs so drauf haben. Geht eine Stunde. Ich versuche das Ding wirklich zu kurz zu halten, wie es nur geht. Aber ihr wisst, manchmal schaffe ich das nicht. Von daher viel Spaß mit dem Video. Let's go. Dès au réveil dans le lit, très attentionné, attention. Ich bin gerade vom Sonnencup in Passau. Nein, ich spule vor, okay? Am besten einfach nur kurz mal ein, damit ihr mal so ein bisschen übt. Zeig mal her. Okay, auf jeden Fall Winterthur aus der Schweiz, zweite Liga, Utrecht aus Niederlande, Hertha BSC, Jan Regensburg, Kaiserslautern, Menu, St. Pölten aus Österreich, KSC, Dortmund, Nürnberg, Nationalmannschaft oder eine Auswahl, keine Ahnung. Wer ist denn das nochmal? Ist das nicht Ried? SV, nee, oder ist SV, was, SVS? SV, was ist das? Ried, richtig? Oh mein Gott. Ich schwöre stark von mir, dass ich das wusste, stark. Stuttgart, Augsburg, 1860, Sturm Graz und Austria Wien. Geile Mannschaften dabei. Ein cooles Turnier. U15 ist gerade so der Sprung, wo du dann. Das ist der Sprung, so 14, 15 und 16 sind die wichtigsten, also mit der wichtigsten Jahre, bevor es dann nach oben geht. Ich bekomme von den ganzen Autos. Hallo, die 21, die 11, Damian Kai, die 18, alles klar, die 17, Türkei. Oh, auch geiles Turnier mit Fans an den Seiten, sehr, sehr cool. Linker Fuß. Ja, 15 Jahre alt. Crazy. Gut gespielt. Digga, die sind 15 Jahre alt, ne? 15 Jahre alt. Ey, oh mein Gott. Lamine Jamal oder Jamal von Barca ist 16. 14 sind die, okay, sorry, 14. Stimmt, 14. Und von Barca, der Jamal ist 2 Jahre nur älter. Das ist so, das kann man sich gar nicht vorstellen. Boah, das ist echt crazy. Ja, stimmt sie gut, stimmt sie gut. Gut, so Hertha BSC. Ja, ja, ich weiß, U15 ist 14 Jahre alt, ich hab's vergessen. Delhi. Sorry, Jungs. Digga, der Ball hört sich so hart an und der Boden hört sich noch härter an. Abschluss mit links. Gut gehalten. Gut. Nochmal. Oh, er wollte rüberspielen. Geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter, geh weiter, alleine. Gut. Entscheidung getroffen, alleine gegangen, verkackt, egal. Patrice, ich denke schon, ja, Brudi, ich denke schon. Mitte 12, Sebastian Lehner. Die 17, Noah Joos. Die 14, Anton Ehemann. Die 15, Felix Kuhn. Mein Gott, was für ein Dreckstor. Mit der 16, Simon Neumann. Junge, was denn das für ein Start, Mann? Der Sechser von Mainz, der ist richtig stark. Och, mach ihn. Schön, 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 schön. 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 Schön.
so gut. Er ist so gut. Der ist so gut. Mann. Also, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, Chat. Das sehe nicht nur ich, das seht auch ihr. Dass man einfach sofort merkt, guck mal, der ist 14 Jahre alt. 14 Jahre alt ist der Junge hier, die Nummer 6 von Mainz. Ja. Guckt mal, wie ruhig, wie beidfüßig er das macht. Wollt ihr mir sagen, ihr erkennt es nicht? Und dann sagen mir Leute immer, du übertreibst und gehst voll ins Detail und sowas. Man sieht es doch, man sieht das sofort. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Jemand, der ein bisschen Fußball guckt oder irgendwie generell begleitet, der merkt sowas doch. Man sieht das, man hat doch ein Gefühl für sowas. Die Bewegung, die Art und Weise. Der ist so gut. Einfach, Bruder, einfach reingelegt. Nicht mit Schärfe, nicht mit Doll, geht auch in die Ecke platziert. Übersteiger links vorbei, einfach in die recht untere gelegt. Einfach gelegt. Er ist so gut. Platziert also recht. Ich hab vorher schon mal gesehen, da hat er einen Übersteiger gemacht, hat er so genatzt einfach. Oh, die Kamera leider nicht draufgehalten, aber da habe ich mir gedacht, ja, zu viel ist technisch stark, ist wirklich ein geiler Spieler. Nochmal. Nochmal quer. Stark. Schön. Nochmal. Schön. Ja, Mainz stark. Gefällt mir. Mainz gefällt mir. Nochmal. Wunderschön. Wunderschön. Ich denke es mir und bevor ich es ausspreche, er macht es schon mit der Hacke nochmal. Nee, Mann, die sind zu jung, ich kenne die nicht. Super gespielt. Der hier, den Pass meinte ich. Den, ich schwöre, ich wusste sofort, dass er den mit der Hacke, wenn er den nochmal mit der Hacke spielt, überragend. Und er hat es direkt gemacht. Nochmal quer. Nochmal quer. Rot abgeblockt. Groß bei. Boah, ich bin nur Mainz. Boah, schade. Gut gedacht, gute Idee. Gute Idee, gut gemacht. Was ist das hier? Was war das nochmal? Winterthur? Bob, schnell vorbei. Er wollte Ballrolle machen, schade. Ja, Mainz hat gute Baller, ja. Mainz hat echt gute Spieler. Sorry, dass ich nochmal zurückmache. Alaikum salam, Denko. Guck mal, der Zehner jetzt. Gute Bewegung. Bab. Bab. Nicht eigensinnig. Schade. Digga, die Nummer 10, fällt mir sofort auf. Die Nummer 10 von Mainz, die Nummer 7 von Mainz und der Kapitän von Mainz. Top! Und Rückruße! Zeit, spielt Fußball. Das ist eher eine Katze eigentlich. Oh, stark.
Digga, Mainz gefällt mir richtig, ne? Digga, der Tor, das ist Ringe. Alter, das ist einfach ein Fenster. Ruhig. Der Torwart auch stark, aber Mainz gefällt mir richtig. Chat. 14 Jahre alt. Digga, das ist gefühlt besser als U19 Mercedes-Benz-Turnier. Die spielen überragend. Bruder, so stark. Aber guck mal auch, wie er das macht. Mainz hat einfach viel zu viele gute Spieler, das ist geisteskrank bis jetzt. Also wirklich, keine Ahnung, ob die Gegner einfach nur nicht so gut sind oder so. Ich weiß es nicht, aber Mainz ist schon solide, also wirklich sehr, sehr stark. Ich muss auch sagen, bis jetzt, also Nummer 10, Nummer 7 und der Kapitän von Mainz, echt brutal gewesen. Zeig mal Hertha nochmal. Ja, da muss ein Europa-Brawler dabei sein, oder? Er hat ihn gerade nicht den Schuh ausgezogen, oder? Umschalten! Gut überlaufen. Spiel aus. Ich mach jetzt den Call. Dass das mit dem Torwart immer noch so bestraft wird, dass er mal irgendwo hervorsteht, da kommt der Chipper oder so. Hol zurück! Er sah auch richtig gut, der Kapitän von Regensburg. Regensburg ist es. Boah, Alter, da kann man sich richtig verletzen, ja. Eieieiei. Mitte zu. Er hat da gefühlt kommt wirklich sehr eigensinnig rüber, ne? Wenn man so vom ersten Blick, vom ersten Gucken, Hertha eher eigensinnig. Nein, Lirion, stimmt. Deshalb hat man so nicht verletzt, hast du recht. Ja! Guck mal, die schießen alle alleine. Das ist recht. Merkt man voll. Man merkt es wirklich. Also ich weiß nicht, ob es nur so rüberkommt, aber wenn man das Team mit Mainz vergleicht, da hat man das Gefühl, dass bei Mainz, die spielen hin und her, die spielen quer vorm Tor. Vielleicht kann es auch nur täuschen, ich weiß es nicht. Digga, wie viele Chancen hat Hertha? Digga, das wird bestraft. Und FBC und SSV Jan Regensburg trennen sich 0:0 unentschieden in einem spannenden Spiel. Das nächste Spiel ist jetzt Mainz 05 gegen Slavia Prag. Ich sage ehrlich, also Mainz schätze ich sehr, sehr stark an von den Mannschaften, die ich bis jetzt kenne. Aber so Mainz und Hertha sind richtig gut. Mal schauen, was am Vormittag noch kommt. Aber ich würde sagen, vom Vormittag bis jetzt Mainz und Hertha die besten Mannschaften. Zeig mal jetzt so ausländische Teams. Ups, das ist ein Video. Ups. Danke. Können wir auch ein Foto machen?
Danke. Mein Spiel ist einfach richtig gut gezogen. Schwierig. Das taugt mir voll zum Zuschauen. Musst du aber querlegen. Digga, das wenn er einfach ausspielt, dann laufen einfach zwei Leute mit. Deren Bewegungen sind echt super. 14 Jahre alt. Jetzt spielen die nicht ab, ja. Nein, Digga, mach wieder das letzte Mal. Sehr gute Ausbildung, das merkt man, das merkt man. Oh, Junge! Der ist so gut. Finte. Ich wusste es. Ich wusste, dass er noch eine Finte machen wird. Ich wusste, dass er nicht schießen wird. Es war so klar. Sofort gemerkt. Das wäre immer Shoutout an den Bruder, der Nummer 10 von Mainz. Echt stark. Die nächste Partie ist Regensburg gegen Kaiserslautern. Und im Endeffekt. Also Mainz gefällt mir richtig. Mainz gefällt mir richtig. Die haben richtig geile Kicker. Beide die Partie gewinnen. Ja, perfekt. Klassiker. Also Mainz, ich habe wieder nicht aufgehalten. Stark. Gut verteidigt. Digga, das gibt mir so Gaudi-Turnier-Vibes. Wenn er dann mit so einem Zipper dann als Überzahlspieler dabei. Und jetzt versteht ihr, wenn ich euch sage, Chat, ja, jetzt versteht ihr, warum ich euch sage, wenn ich auf Find the Pro reacte, was ich meine mit, Digga, jetzt, das ist das beste Beispiel hier, was wir gerade sehen. 14 Jahre alt und ihr seht direkt andere Bewegungen, andere Finden, andere Ballführung, anderer Abschluss, andere Übersicht. Wisst ihr, was ich meine? Ohne das irgendwie böse zu irgendjemandem zu meinen, aber das ist einfach eine andere Ausbildung. Ist einfach so. Oder 14, wir reden hier von 14 Jahre alt. Ja, aber es ist Elfmeter, war blöd. Es ist einfach her. Was ist das für ein Elfmeter, Bro? Da gegen Menu, oder? Und da oben so ein kleiner Hertha. So ein kleiner Hertha-Fanblock. Ah, Digga. Boah, die 8 war auch. Die 8 ist, glaube ich, auch gut für die Hertha. Ich glaube, die 8 von Hertha ist auch stark. Da oben so ein kleiner Hertha. So ein kleiner Hertha-Fanblock. Digga, man hat einfach Schiemann schon erknallen gehört. Der fetzt ihm so wie ein Schiemann. Benji, Tiefe, Tiefe!
Tim, ich dachte auch vom Gefühl her, dass Manu fliegt oder fährt oft, fliegt zu so einem Turnier meistens immer mit der U, nicht mit dem Jahrgang hin. Eieieiei. 14 Jahre, Bruder. Wir reden hier von 14-Jährigen. Guck mal, wie leicht er da vorbeigeht, Digga. Bruder. Oh, Digga. Ei. So. In die Mitte, überragend den in die Mitte, direkt in die Mitte ziehen, kreuzen. Der spielt so gut, bis auf den letzten Pass für den Torabschluss. Digga, gefühlt von damals und heute, oder es gibt so viele geile Baller, Digga. Überragend, Real Talk. Richtig geile Spieler dabei. Ja, da macht so mies Spaß zu zuschauen. Die sind so zaubernd. Packt einfach mal. Die jetzige Partie ist Noah. Mainz gegen Utrecht. Genau das gleiche. Mainz auch so geil. Hey. Die zocken genauso wie Hertha. Warte. Dommel. Ich will Utrecht mal spielen sehen. Niederländer. Also ich mache einen Call. Ich schwöre, das ist so gut. Ich sag, das wird ein 4-1 für Mainz. Ich schwöre, das ist, Digga. Ich schwöre, ich bin gerade beeindruckt, ne? Ich schwöre, ich bin beeindruckt. Deren Bewegungen, deren Stil zu spielen von manchen Spielern, ey, das ist wirklich stark. Also ich mache einen Call, ich sag, das wird ein... Sebi, moin. Wird ein 4-1 für Mainz. Wie er den Ball führt, diese Bewegung. Digga, die spielen überragend. Abschluss. Also vom Fußballerischen her Mainz am besten bis jetzt. Von den Einzelspielern auch. Dann Hertha, würde ich sagen. Ich bin so ein wacker Kameramann. Ich hab das 2-1 wieder nicht drauf. Ich hab einfach wieder ganz woanders hingeschaut. 2-1 für Utrecht. Nehmen wir meine Kappe. Also 2-1 für Utrecht. Breit! Warte! Adam, weg! West! Er muss erst rein. Wie macht er das? Ja, 2-1, zwei Strafe. Why? I can block by... You can block! Komm, Bro! Handpölten, Digga. Gut gespielt. Überragend gespielt. Überragend. Digga, was sind da für... Bruder, was sind da für Spiele dabei? Willst du mich verarschen? Ja.
natürlich kommen meine Erinnerungen hoch. Ich sag, Hertha macht auf jeden Fall noch Unentschieden, mindestens. Denke ich. Ja, da müssen wir auch treffen. Tempo! Spielen die gut, ey. Alter, die spielen echt gut. Krass, die verlieren das Spiel? Crazy. Aha, Anschluss. 45 Sekunden schwer. Das ist zu knapp, nicht mal mehr eine Sekunde. Also die zweite Gruppe, beziehungsweise die dritte und die vierte Gruppe geht jetzt gerade los, also jetzt am Nachmittag. Und das erste. Ja, schon, ja, jo. Das Spiel ist jetzt die Südbayern-Auswahl von. Die spielen brutal, aber es macht Spaß zuzugucken, wirklich. DFB gegen 1. FC Nürnberg. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Boah, Nürnberg, wer ist der Neuner, tschüss. Ist das hier ein DFB-Auswahl oder wie? Boah, stark. Nur auf einmal einfach 8:60 Coach. Macht es stark. Geht dazu. Digga, der Elber, dieser Bayern-Los war auch nicht schlecht. Hast du die Jungs jetzt auch eingestimmt? Ja, klar, normal. Alle. Was ist das jetzt? Augsburg gegen Sturm Graz. Geiler Ball. Abschluss. Chat, ich finde, die haben sich voll weiterentwickelt. Die haben sich mega weiterentwickelt. Oder zu meiner Zeit damals war das irgendwie gar nicht gefühlt so. Ich finde, die sind jetzt viel weiter, als sie damals waren. Da feiert zum zweiten den Geburtstag. Wirklich, das fühlt sich viel weiter an irgendwie. Also von der Größe, vom Spielerischen her. Ich muss sagen, die Nummer 5 von Augsburg ist auch echt spritzig und stabil, also wirklich ekliger Gegenspieler auf jeden Fall, in der Offensive und in der Defensive. Absolute Maschine, der Kerl. Jetzt kommen zwei richtig geile Spiele, und zwar KSC gegen Dortmund. Da bin ich auf Dortmund gespannt, ob die wieder so gut aufgestellt sind in der Halle. Oh, Dortmund bin ich auch gespannt. Und dann das nächste Spiel ist Austria Wien gegen 1860. Und da glaube ich, dass beide mal noch. Was meinst du jetzt, Mandela? Ja, kenne ich übel stark, aber schon stabil unterwegs in der Halle. Ich glaube, also die schätze ich schon sehr stark an. Dortmund bin ich jetzt auch gespannt. Thank you.
so einer wird Profi. So einer wird Profi. Was ist das für ein Verein? Ja, aber auch safe verdient. Safe verdient. Ich hab viele Chancen. Ach, Karlsruhe? Oder ist es Karlsruhe? Kasse, ja. Ostravin. Volle Pumpe ins Tor. Wenn wir alle Mannschaften einmal gesehen haben, dann spulen wir vor bis zum Viertelfinale oder Halbfinale. Gesicht bekommen. Mein Gott, der Jaram so ein Hotshot gegeben, Mann. Schau, wir haben jetzt alle, oder? Die 9, gut. Speil, 10 hat die 11. Thomas! Doch nicht! Ab geht's, ab geht's, ab geht's! Ach, Digga, wie schnell! Bruder! Die Nummer 9 von Stuttgart? Thomas! Guck mal! Bab, eine Bewegung, Bab! Ab geht's, ab geht's, ab geht's! Die Bewegung! Macht aber nur einen Power-Verschluss, Digga! Zu dir hinein, komm, bitte tief! Bitte tiefer! Stark gemacht. Sehr, sehr stark. Junge, was ist eigentlich dein Tipp? Wer ist für mich gewinnt? Boah, Digga, ich weiß nicht. Aber ich sag Hertha, Digga. Hertha? Ja, ich sag Hertha. Ja, fair, gute Call. Ich coach die auch, also. Ja, ich mach das heute. Ich hätte gedacht, du bist 68 Coach. Ich bin so einer aus. Ich mach so wie die Mannschaft bis hin zu Nationaltrainer-mäßig. Ja, okay, okay. Neuner von Stuttgart hab ich auch auf dem Zettel. Neuner von Stuttgart hab ich auch auf dem Zettel. Liam, was geht, Alec? Spielminute. Ach, wir haben jetzt alle, glaube ich. Ich will jetzt nicht immer, ich will jetzt nochmal vorspulen bis zum. Was ist das? Pink? Ich würde sagen, von Austria mit Zocken sehen. Das ist echt ein geiler Kick, das ist mir zum ersten Spiel. Auf, komm, komm, hey, komm, jetzt, next, komm! Ja! Krass, okay, komm, ich spiel an. Gegen Sturm Graz. Kapitano, von Austria mit Zocken sehen. Das ist echt ein geiler Kick, das ist mir zum ersten Spiel. Auf, komm, komm, hey, komm, jetzt, next, komm! Ja! Von DFB-Ausfall, ja. Was geht's für die Lizenz? Ich will noch die Spiele von Mainz im Theater gucken und dann im Viertelfinale und Finale und so. Und. So, Hertha gegen Utrecht. Rüber,
es ist einfach so gut. Es ist einfach so gut, ich höre. Bruder, ich krieg übertrieben Flashbacks. Aber es ist trotzdem einfach geil zu sehen, was die Jungs auch einfach machen. Ne? Guck mal, wie der da durchspaziert. Ja, sah auch richtig gut aus. Der Achter, hab ich auch gesagt, der ist brutal. Also der Achter, der macht sich stabil, der steht so gut und der macht dann einmal spielen zusammen, wa? Also Power-Vorstöße einfach. Kannst du die nicht verteidigen. So interessant, so eine Jungs einfach zu begleiten. Ja, natürlich, 100% nimmt es mich auch offstream mit. Klar, wenn man das sieht. Das sind ja einfach alles Erfahrungen und alles Erlebnisse, die du auch hattest. Ne? Es ist so interessant, mal sowas zu sehen, wie die, was aus denen wird, so, wie die auf Großfeld spielen und sowas. Ich glaube, Scout sein ist schon sehr geil. Die Jungs machen zumindest gut Stimmung. Scheiße. Ich glaube, er hat gerade kurz so Eierflattern gehabt. Digga, also den kannst du nicht perfekt oder an den Fan dort rausladen. Bruder. Was kannst du machen, um den Trainer zu gefallen? Sei einfach du selbst. Gib Gas, hab Spaß. Viel mehr kannst du nicht machen. Was lösen die einfach gut? Es ist immer so, immer wenn ich den Call mache. Ich sag, Hertha schießt jetzt kein Tor mehr, auf einmal Hertha macht das 2-1. Wenn du Angebot von Union für U19-Trainer bekommen würdest, würdest du gehen? Gute Frage. Aber nein, nur zu Hertha. 10 Sekunden noch haben. Oh, die werden so... Hertha wird so ausgekontert. Letzte Minute. 8 Sekunden noch auf die Uhr. Also rein, geht keiner drauf. Oh mein Gott. Oh fuck, Digga. Es sind nicht mal mehr 2 Sekunden. Er muss das Ding direkt reinhauen. Alter. Hertha jetzt raus, oder was? War das Halbfinale? Digga, meine Stimme. War das Halbfinale? Nein, oder? Einmal auf. Oder Viertelfinale oder so? Oder Achtelfinale? Die sind raus? War das nicht mal mehr Gruppe? Viertel? Hart. Ja, Bruder, wenn du die Dinger vorne nicht machst, kriegst du sie hinten, ganz einfach. Alles andere als Mainz gewinnt es, wäre eine Enttäuschung. Regensburg gegen Mainz. Ich hab mich so auf die K.O.-Spiele gefreut, dann wollen wir ein bisschen spannend werden. Bruder, sag mir nicht... Oh mein Gott. Es soll jetzt ein volles Pfund ins Torwart geben. Alles, was den Hund hergibt, ins Torwart. 100% Torwart-Eck, volle Kanne, Digga. Torwart-Eck. Wie das geht, volle Kanne. Lange Ecke, Torwart-Eck, hoch. Einfach lange Ecke. Das ist Quatsch.
Oder sag mir nicht, Mainz fliegt auch raus. Ich bin dabei, Agent Provokateur, ich bin dabei. Mainz auch noch raus? Ja, kurios Gabel, schon lange, Brudi. Verdient. Arbeit, Männer! Fuß vor! Fuß vor, Adi! Geht weiter, Fuß vor, nur! Bleib mal! Hab ihn rein! Digga, ich will, dass Mainz weiterkommt. Geile Schüsse, Nick. Uff, muss nur querlegen. Mitmachen. Ey, der Zehner gefällt mir sehr von Mainz. Der Zehner von Mainz gefällt mir auch super. Schiri, hält! Vorher schon! Vorher schon! Guck mal, jetzt! Jetzt hält er ihn! Vorher, Ref! Hey! Wie kann der nicht reingehen? Leg zurück! Digga, what the fuck? Alter! Digga, aber wie kommt der von dieser Situation, aus dieser Ecke, jetzt nochmal da an der Bande vorbei, bitte? Digga, wie kann der nicht reingehen? Leg zurück! Kein Foul! Lass weiterlaufen! Beide! Meter schießen oder was? 1-1, sprich 5 Minuten Verlängerung jetzt. Spannende Partie, Junge. Hä? Verlängerung? Du musst! Das haben wir selbst schon mit Bank da hinten drin. Ja. Gut. Boah, mit links, Digga. Mainz zu stark, Digga. Der Zehner zu stark. Digga, den Zehner müssen die im Auge behalten. Ich sag ehrlich, für Rengsburg tut es mir leid. Den wollen nicht den Kämpfer zu retten. Die Elfer schießen schon verdient. Schade. Aber im Endeffekt muss man auch sagen, stark von... Aber ich muss sagen, Jan Regensburg wirklich stärker als erwartet. Also gerade zur Jugend. Eins, auch innerhalb von 20 Sekunden, also zwei Buletten machen. Das ist auch Qualität. Das dritte Viertelfinale ist jetzt
Dortmund gegen Augsburg, auch sehr, sehr spannend. Und die Elf von Dortmund, Digga, ach, so Bock zum Zusehen. Dortmund-Augsburg. Dann geh nach hinten weg. So, wir gehen rein ins Halbfinale. Gucken uns jetzt mal das Halbfinale an. Obwohl, nee. Ich will weiter gucken. Lass uns einfach weiter gucken. Scheiß drauf. Finale. Geht so noch zwei. Meine Finalprediction eigentlich. Das ist ein richtiges Favoritensterben. Das Spiel ist am Samstag. Ach, Stuttgart ist auch dabei. Gut, sehr sicher, ein Mann, sicher. Gute Bewegung. Sau stark gemacht. Oh mein Gott, letzte Minute 1-1 gemacht. Nein! Was haben wir jetzt wieder für eine Schlussphase, Mann? Boah, nicht, sag ich ehrlich. Morgen habe ich keinen Rücken mehr. Boah, Scheiße! Ich habe richtige Rückenschmerzen. Ich stehe seit, ich glaube, seit 9 oder so da. Mit der Kamera so, wie so ein. Also keine Ahnung was. Der Mann, die Bude rechts von mir, der Coach hat übelst die Krawatte von oben schon eins runter. Er darf wieder auffüllen, weil sie haben einen Mann weniger gehabt, aber der Tor darfst du auffüllen und so. Ich stehe da in der Mitte und so. Mit der Kamera. Also ja, das ist ein bisschen. Perfekt, Sprachfehler. Das Wichtigste, was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass es jetzt 5 Minuten Verlängerung gibt. Was ein Fehler. Danke schön. Alaikum salam. Die Spiele, den haben wir querlegt, den müssen wir reinziehen. Was hast du 5 Sekunden gefühlt? Nein, schlag einfach bestimmt vor. Bei 5 Sekunden würde ich das niemals das ausspielen. Einfach nur einen weiten Ball nach vorne legen. 5 Sekunden, 1, 2, nö, ich würde es ausspielen. 5 Sekunden kann man schaffen. Nach vorne, oder? Ja, genau so. Ich sag, das ist Quatsch. 5 Sekunden. Schafft man doch. Stellen sich doch sowieso alle hinten rein. Einer soll sich den Ball abholen gehen. Nein, wenn du sowieso hinten liegst, dann musst du sowieso alles riskieren.
also jetzt erstes Halbfinale. Ich halte dich einfach ein bisschen so up to date, damit ihr wisst, was gerade so abgeht in den Co-Spielen. Augsburg gegen Utrecht. Es kann eigentlich nur Augsburg gewinnen, weil die haben einfach Demirovic im Tor. Oder ich bin mit allen gut. Ich habe mit niemandem Stress oder sonst irgendwas. Mehmet, damit du Bescheid weißt. Der hat den Ball oben irgendwo versteckt. Mach mal nicht die Low-Line verstanden. Der ist weg. Hallo. Keeper ist so gut, Hilfe. Also wenn der nicht beste Keeper des Turniers wird, dann weiß ich auch nicht, dann ist es weird. Dann ist es weird. Dann ist es sowas von weird. Ich will eine Fußball-Challenge spielen, Mann. Wer ist denn das hinter der Kamera? Wer ist denn das hinter der Kamera? Kennt man, also hat der mal Fußball gespielt? Boah, er macht Backhand. Oder er macht einfach. Schaut mal seinen Trick. Ich will eine Fußball-Challenge spielen, den Mann. Jan Wähler, ich hab noch nie was von ihm gehört. Noch nie was von ihm gehört. Boah, Bruder, was ein Trick. Boah, er macht Backhand einfach. Nicht mal so unclever in einer Halle mit Pike. Lauer, Besitzi! Nimm ich Pops, Mann. 5 Minuten noch. Bis jetzt das langweiligste Halbfinale. Langweiliges Halbfinale, gehen wir weiter. Wir wollen was. Du meinst nicht in Leipzig? Oh, Mainz gucken wir jetzt noch. 10 Minuten geht's wieder noch. Ich hier ist zur Regie gegangen, meinte, und es ist nur so. Ah, dann. Das weiß ich jetzt nicht, ob man da. Oh ja. Die wechseln doch hoch. Dann nimm ihn auf! Bereit, Mann. Ja. Kommt hin! Oh, stark gehalten. Stellen, 1-2, 1-2. Einer vor. Ja. So, jetzt vor. Oder meinst heute auch echt gut. Rückraum. Mal quer. Oh, super. Digga, wer ist der verdammte Zehner von denen, ja? Ist der Zehner von Mainz, Bruder. Er gefällt mir übertrieben. Also, er hat Bewegungen drauf. Ich hatte so eine Bewegung und mies nicht mit 14 drauf. Boah. So cleane Bewegungen, ne? Komm, macht voll Bock zuzugucken einfach. Platz da und dann ist das Finale. Nein, hey. Der Torhüter von Mainz auch stark. Gib mir den Elfmeterschießen. Ja, der Tor ist auch so gut. Ja. Ja. Also Elfmeterschießen und Finalanzug, ich glaube. Geil. Mehr Spannung geht fast nicht.
Nummer 7. Souverän. Souverän, die Nummer 8. Einer meiner Spieler, die ich gut fand. Der Typ ist ein Kater. Nein, keine Wette, Digga. Er sagt Wette. So. Egal, passiert. Ist nicht schlimm. Passiert in der Halle. Ist normal. Hauptsache Eier haben und dahin gehen und Elfmeter schießen. Boah, souverän geschossen, ey. War ein trübtes Ende. Ein Jetpack dabei. Zum Schießen wie vorher. Wenn die der Schießen, also bin ich auch sehr, sehr happy drüber, weil mein Rücken macht gleich Ende. Ich glaube. Achso, Spiel um Platz 3. Das bei Mainz übrigens nochmal genau die gleichen Shit zum Schießen wie vorher. Wenn die doppelt verschießen, das wäre übel. Achso, hat er das Spiel gar nicht gezeigt? Einfach nur Elfmeterschießen, oder was? Pain, also. 2 Meter schießen. Digga, bei dem Torhüter, große Torhüter, Panenka in die Mitte, wenn der liegt, boah. Sie hoffen, dass sie den zweiten treffen. Ja, ja, Mann, Chipper in die Mitte. Bruder, wie hat er den gehalten? Schießen die vorher. Alter! Doppelt verschießen, das wäre übel Pain, also ich würde... Oh, Alter! Ach, es gab nur Elfmeterschießen, okay. Sie hoffen, dass sie den zweiten treffen. Dann. Alter. Digga, der hat ihn einfach komplett im Winkel geschossen. Der fischt ihn da einfach raus. Junge, wie hält der denn? Der war ja nicht mal schlecht geschossen. Oder? Haram, Bruder, hat doch davor das Spiel verschossen. Das tut mir jetzt leid, Digga. Es gab bei mir damals mein Turnier. Wir hatten 3 Spiele hintereinander Elfmeterschießen. Ich habe in jedem Spiel geschossen Elfmeter und ich habe alle 3 verschossen. Das war, wo ich auch so ganz jung war. Und mein Trainer meinte nach dem ersten Elfmeter, du schießt nochmal. Und wenn du nochmal verkackst, schießt du nochmal. 3-mal Elfmeterschießen, ich habe alle 3 verschossen. Ich schwöre. Mann. Alle 3 verschossen, Digga. Digga, was? Hättest du? Erzähl. Ja, weil er nett. Mann, Digga, was? Hättest du? Ich schwöre, muss eigentlich zählen. Was soll das denn? Erzähl. Ja, weil er nett war anscheinend. Sick, dann weil er nett war. Gönn doch. Was ich noch sagen wollte, der Mainz hat ein gutes Turnier gespielt, so 11er. Mainz hat wirklich ein gutes Turnier geschossen. Das war ich. Gutes Turnier gespielt, sorry. So, auch wenn du Fliegen schießt, kann er rausfischen, so, vor allem auf das kleine Tor. Ja, was ich noch sagen wollte, der Mainz hat ein gutes Turnier gespielt, so 11er, das war ich gesehen, so, auch wenn du Fliegen schießt, kann er rausfischen, so, vor allem auf das kleine Tor. Oder solide in die Ecke, einfach platziert. Ja. Digga, er hat auch 2 Elfmeter geschossen, 2 verkackt, Haram. Und das ist der Wiener Drift. Was gab's für das Finale gewinnen? Augsburg-Nürnberg. Ich sag Elfmeterschießen, Nürnberg gewinnt. 20 Nikola Kreitschel, hat der 26 Ja, vor, stimmt.
primo suo tipo. Ich liebe Torhüter. Guck mal, was der Torhüter macht. Gute Bewegung. Richtiger Stinker, ich schwöre. Mies cool, aber. Digga, wie kann man den Wechsel eigentlich so oft... Was ist das für ein Jubel die ganze Zeit, der Pauli Dybala oder was? Ja! Ja! Ja, mein Junge! Ich hab Nürnberg gegeben, ja. Hadler Nürnberg. Schiri. Hey, Schiri, Schiri, Schiri. Hau ihn rein. Das ist eine Antwort. Das ist eine Antwort, Digga. Och, was für ein Ding, ja. Hallo, Nöni. Hey, oder Elfmeterschießen, wie ich gesagt habe? Also wenn es schon eine Verlängerung geht, dann bitte auch ins Elfer. Oder so ein Last Minute Sieg, würde ich mitnehmen. Der Coach macht es zum Beispiel. Einmal 5 Minuten, ne? Boah, dann Nöni. Ich schwöre den Nöni. Ich habe gesagt, Nöni macht es. Ich habe gesagt, Nöni, Nöni macht es. Digga, ich würde so auf Zeit spielen. Niemals Tor. Bruder, in der Verlängerung haut er den so rein. Geisteskrank. Geisteskrankes Ding. Geisteskrankes Ding. Boah. Jetzt darfst du deinen Jubel machen. Jetzt mach deinen Jubel. Letzte Minute, Angriff, jeder will der Held sein. Jeder will der Held sein. Jeder will der Held sein. Lucky Punch oder Elfer?
Kollege. Ja, Elfer, das ist so spannend, Mann. Elfmeterschießen. Also, jetzt mal No-Trip. Also, ich meine, ihr wisst es ja auch noch nicht aus, ihr habt zugeschaut. Aber was glaubt ihr, wer gewinnt? So, ich kann es nicht sagen. So, ist Elfmeterschießen? Ich tippe immer noch auf Augsburg, weil Augsburg auch eine brutale Katze im Tor hat. Ja, ich sag ehrlich, mich hält jetzt auch nichts mehr hinter der Bande, also ich stehe jetzt auch auf dem Platz drauf. Der Fotografen und Videografen stehen auch dort. Ich denke immer, dass ich mich da auch ein bisschen reinziehen darf. Ich hab's gesagt, oh mein Gott, wenn jetzt Nürnberg macht, was bin ich für ein... Was, wie predikte ich bitte? Hadeland Nüni, Nüni. Hadeland Nüni. Okay. Ist jetzt nichts gegen Augsburg, einfach nur weil ich prediktet habe. Zu clean. Alle schießen clean. Ich wusste es, ich schwöre. Noch ist es nicht durch. Meine Trist ist Ende. Dann hat Augsburg einfach. Digga, stell dir vor, jetzt mit 14 Jahren, du hast so eine Klöten und machst jetzt Chipper. Einfach, du machst jetzt so, einfach Chipper so. Einfach Chipper so mit 14 Jahren. Ziehst Trikot so aus, machst so einen geilen Jubel, gehst zu den Fans, übergeil. Digga, wer wurde bester Spieler dann? Das interessiert mich nicht. Ja. Die ganzen Mannschaften sind das eh schon heimgekommen. Was ja auch irgendwie verständlich ist, keine Ahnung, die müssen nach hier Manchester und so weiter. Er hat die Nummer ausgeschrieben. Aha. Und ja, der beste Spieler ausgewählt von der Jury ist heute ein Spieler vom 1. FC Nürnberg. Er hat die Nummer. Die Nummer 11, Emanuel Meyer. Nee, ich fand von Mainz die am besten. Ich fand von Mainz auffällig. Von Mainz die Nummer 10 war stark, die Nummer 7 war stark. Kapitän von Mainz war stark. Hertha BSC waren ein, zwei geile Spieler dabei gewesen. Muss also für mich, aber die 10 war für mich am auffälligsten. Mainz auch echt geil. Also Mainz Nummer 7, Nummer 10, Kapitän, geil gewesen. Aber ja, ich denke auch immer, weil die, wenn die immer so weit kommen und ins Finale kommen und sowas. Ja. Ja. Wir haben nicht alle gesehen, das stimmt auch wiederum. Aber so vom Gefühl her war Mainz, hatte super Spieler gehabt und Hertha auch. Ja, Glückwunsch. Also ehrlich Glückwunsch, aber ich hätte nicht, also hätte ich nicht auf dem Zettel gehabt. Ich auch nicht. Aber? Von dem, was ich gesehen habe, ich auch nicht. Ja, dann schiebe ich mir da auch mal zu der Presse. Vorstellen. Ja, aber es klingt so. Heute noch? Bist du heute? Er hat ihn schon ausgeschrieben. Und ja. Okay, gibt's nicht. Ey, ich muss wirklich dazu sagen, Chat. Real Talk, sehr, sehr gute Spieler dabei gewesen. Es hat echt Spaß gemacht, das anzuschauen. Wirklich geile Baller dabei gewesen.